Punkte aus dem Heimspiel gegen den Bergischen HC hatte die MT ihren Fans als Geschenk zum dritten Advent versprochen. Und das Team hielt sein Versprechen. Mit viel Spielfreude, Tempo und gelungenen Spielzügen führte die MT vor rund 2600 Zuschauern bereits zur Halbzeit mit 23:12. Die Führung hätte allerdings noch deutlicher ausfallen können, wenn nicht mehrere 7 Meter vergeben worden wären. Doch der Bergische HC wollte sich nicht so vorführen lassen. Und so erlebten die Zuschauer in Halbzeit 2 ein rasantes Handballspiel, bei dem der Sieg der Melsunger allerdings nie in Gefahr geriet. Und so hieß es zum Schluss 40:28. Ja gut, man hat schon lange gemerkt, auch in die anderen Spiele, dass wir einfach zusammengewachsen sind und einen Lauf haben. Und ja, das hat heute riesig Spaß gemacht und ja, dann kriegt man 40:28. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, ihr seid zusammengewachsen, ihr habt jetzt das 4. Spiel in Folge gewonnen. Denkst du, das ist der Grund, warum ihr jetzt diesen Lauf habt, dass ihr zusammengewachsen seid? Ja gut, jedes Spiel hat jetzt mehr Spielanteile und natürlich kriegt man davon auch Selbstvertrauen, wenn man gewinnt und ja, das kann man sehen. Ihr habt ja schon zur Halbzeit mit 11 Toren geführt. Was habt ihr euch da für die zweite Halbzeit noch vorgenommen? Ja, wir haben immer in der zweiten Halbzeit viele Probleme gehabt und auch meistens verloren. Und wir haben jetzt gesagt, Jungs, alles geben und wir wollen nicht verlieren in der zweiten Halbzeit. Und leider nur mit einer gewonnen, aber ja, nicht verloren. Ihr hattet heute große Schwierigkeiten vom 7-Meter-Punkt. Woran lag das? Ja gut, das war auch kein schlechter Torhüter und ja, woran lag's? Keine Ahnung. Ja, also ich denke, wir sind unheimlich gut in die Partie gekommen, wie schon ja, in den letzten Spielen auch. Und haben es aber heute mal geschafft, eben auch nach der Halbzeit konstant weiterzuspielen und die zweite Halbzeit nicht zu verlieren. Das war uns ganz wichtig und das ist uns gelungen. Dennoch gab es einige Unkonzentriertheiten in der zweiten Halbzeit. Ja, also mit Sicherheit, es fallen immer Gegentore, aber wir sind unter 30 geblieben. Das ist unser Ziel und ich denke, man kann der Mannschaft heute insgesamt Lob aussprechen. Jetzt geht es in einer Woche nach Gummersbach. Tabellennachbar, es wird ein schwereres Spiel als heute? Definitiv, weil Gummersbach ist stärker als der BHC und spielt zu Hause. Also ja, da wird es auf jeden Fall nicht mit 12 Toren für uns ausgehen.